Ja, vielen Dank, Frau Weber. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Das dynamisch, das nehme ich natürlich gern mit. Jung stimmt leider nicht mehr so ganz, aber egal. Ich habe heute die schöne Aufgabe, so ein bisschen den Blick über den Tellerrand werfen zu dürfen und auch mal quasi der Rufer von außen sein zu können. Was geht denn eigentlich alles, wenn man denn nur eine Vision hat oder eine Vision entwickelt und auch den entsprechenden Mut, und vorhin kam ja das Wort Spirit auf, auch mit an den Tag legt. Darum soll es mir in meinem kurzen Impuls geben. Tourismus im ländlichen Raum und Vernetzung Stadt und Land ist natürlich ein weites Feld. Das können wir jetzt in dieser halben Stunde in etwa nicht komplett erschlagen, das ist ganz klar. Deswegen habe ich mir manche Handlungsfelder anhand von Praxisbeispielen vor allen Dingen auch rausgesucht, um einfach mal ein, zwei Mechanismen, Ansätze, Strategien vor allen Dingen auch zu erörtern, worum kann es denn gehen. Diese schöne Zahl, die kennen Sie alle, 436 Millionen Übernachtungen im Deutschlandtourismus 2015. Das Ganze hat aber zwei Seiten. Einerseits klar den Städtetourismus, hohe Zuwachsraten, hohe ausländische Nachfrage, ganz klar. Vor allen Dingen aber auch einen hohen Erlebniswert, eine hohe Attraktionsdichte. Viele professionelle Anbieter auf engstem Raum und demzufolge auch eine sehr, sehr starke Vernetzung unter den Anbietern. Im ländlichen Raum sieht es oftmals, ich könnte fast sagen in aller Regel, das ist einfach so, ein bisschen anders aus, bedingt einfach durch die Größe der ländlichen Region, das ist ganz klar. Aber die Dynamik ist einfach geringer und zwar, ja, weil, dazu komme ich gleich auch nochmal, wir haben zwar die Naturräume, aber wir haben eben vor allen Dingen auch durchaus ein Leck, also sprich ein Fehlen auch an Attraktionen, ein Fehlen an Partnern, an professionellen Partnern vor allen Dingen auch und an Anbieternetzwerken auch nochmal. Die Beherbergungsstruktur ist relativ kleinteilig, hat eine große Bedeutung, das ist vollkommen klar, aber ja, damit müssen wir einfach umgehen, das sind Fakten, es sind ja auch Chancen da drin, dass zum Beispiel der Beherbergungssektor sehr kleinteilig ist, denken wir an Aktivtouristen im Radfahren, im Wandern, die sind einfach sehr gern auch in der Ferienwohnung und wenn es auch nur eine Nacht ist, unterwegs. Hier sehen wir es nochmal in den harten Zahlen, ich möchte jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, rechts in den beiden Grafiken ist es damals in einem Projekt des Bundeswirtschaftsministeriums zum ländlichen Raum einfach mal analysiert worden, wie entwickelt sich denn das Wachstum oder mit anderen Worten, wie weit klafft die Schere eigentlich auseinander? Der jeweils obere Graph, oben die Übernachtung, unten die Ankünfte, zeigt, was tut sich in Städten über 50.000 Einwohnern. Der untere Graph in Städten unter 5.000 Einwohnern. Also dazwischen, alles was dazwischen ist, ist irgendwo dazwischen. Aber Sie sehen, während im Städtetourismus, und dazu können wir eigentlich alles zählen, was ab 50.000 Einwohner auch eine Größe hat, hat eine gewisse kritische Masse, die Tendenz ganz klar mit jährlichen Wachstumsraten von 5-6% nach oben zeigt, haben wir im ländlichen Raum tatsächlich eine Stagnation. Die Zahlen sind nicht ganz aktuell, wenn wir sie noch weiter fortspielen würden, würde es aber auch ähnlich aussehen in 2015. Die Ausgangslage in Thüringen ist eigentlich relativ ähnlich. Wir haben die großen Städte, die natürlich wunderbar sind zu haben, die auch Zugpferde sind und die wir auch unbedingt oder sie auch unbedingt in ihrer Zugpferdfunktion auch stärken sollten, das ist ganz klar. Aber wir haben eben auch eine etwas durchwachsende Nachfragelage in den Flächendestinationen. Zum Thüringer Wald haben wir heute Vormittag schon einiges gehört. Das ist so der Punkt. Und wenn wir mal so den Blick von außen auch so drauf werfen auf das Marketing, auf alles, wenn wir uns mal anschauen, dann haben wir natürlich eigentlich einen guten Anker mit der Familienmarke Thüringen, die sehr, sehr viel integrieren kann. Aber vielleicht hapert es tatsächlich, und ich glaube, das kam heute Vormittag auch schon zum Ausdruck, tatsächlich an der konkreten Vernetzung rund ums Angebot, innerhalb der Region, aber auch Region auch zusammen mit der Landesebene. Es gibt viele Anknüpfungspunkte. Ich glaube, man muss oftmals einfach nur quasi das Seil, von dem wir vorhin sprachen, auch einfach aufgreifen. Die Frage ist also, gibt es tatsächlich noch Luft nach oben? Auch vor dem Hintergrund, dass alle, die hier sitzen, wie ich vorhin hörte, einfach mal sehr gut im Thema schon unterwegs sind. Also gibt es Luft nach oben? Vor allen Dingen aber, wie dünn ist die im Endeffekt? Also sprich, lassen sich wirklich pragmatisch Lösungen, Wege finden, wie man Stadt und Land besser zusammenführen kann? Oder aber sind es dann, wie soll man sagen, immer nur die großen Dinge, um die es geht, statt vieler kleiner Dinge? Die Chance. Sehnsuchtsort Land. Immer wieder gern gesungen, das Lied. Stimmt ja auch. Ne? Die Leute suchen das Echte, suchen Heimat, Tradition, Umwelt, Nachhaltigkeitsbewusstsein sind Dinge, die zunehmen, generell bevölkerungsweit, ne? Große Megatrends, wenn wir so wollen, in der Nachfrage, Motivation. Und wir haben auch demografischer Wandel hin oder her, genau damit aber auch ein riesen Nachfragepotenzial, weil gerade die etwas Älteren sind natürlich auch die,
die eine höhere Naturaffinität zum Beispiel haben. Wo kann ich Natur erleben? Im ländlichen Raum, das ist ganz klar. Ne? Und genauso die problematische Migration, also sprich die Abwanderung in die großen Städte, hat auch umgekehrt wieder nachfragefördernde Effekte. Nämlich ganz einfach die, die aus der Heimat ins Land gegangen sind, vor allem jüngere Menschen, die wollen gerade eben auch wieder raus aufs Land in ihrer Freizeit auch. Ne? Also das ist eigentlich so dieser Spagat, wenn wir so wollen, in dem wir uns bewegen. Diese Chancen sind da, trotz aller Probleme, die jetzt einfach mal so den ländlichen Raum an sich betreffen. Also Stichwort Abwanderung, hatte ich gerade gesagt, industrialisierte Landwirtschaft, aber eben vielleicht auch die manchmal nur halbprofessionelle oder das halbprofessionelle Agieren der Tourismusbranche. Entscheidend ist aber eigentlich das. Der Lebensort Stadt ist eigentlich der Maßstab, um den es geht. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt an, aber Menschen verbinden mit Städten genau diese Punkte, die wir hier sehen, und das erwarten sie schlussendlich auch vom Angebot, von den Anbietern, von den Partnern im ländlichen Raum, also sprich einen hohen touristischen Freizeitwerk, professionelle Anbieter, vernetzt miteinander. Sie erwarten aber auch, wohl wissend, dass das vielleicht nicht immer geht, aber sie erwarten es, ne? Einfach mal in den Städten, wie auch über Land, gute berufliche Perspektiven, eine gute Grundversorgung auch schlussendlich. Und sie erwarten genauso auch über Land Digitalität, Innovation. Also nicht nur den verklärenden Blick nach hinten, wenn ich jetzt mal böse sein soll, ne? Also sprich, wie war denn das alles mal, sondern wirklich gnadenlos auch den Blick nach vorne. Ne? Wer sind wir mit unserer eigenen Identität? Darum geht es, diese Erwartungshaltung zu spiegeln schlussendlich und trotzdem aber die eigene Identität nicht zu vernachlässigen. Drei Fragen. Unter welchen Voraussetzungen können denn ländliche Regionen überhaupt von der Dynamik im Städtetourismus profitieren? Wie lässt sich dieser Sehnsuchtsort Land optimal inszenieren? Und auf welche konkrete Weise lässt sich Sehnsuchtsort Land mit dem gefühlten Lebensort Stadt verknüpfen? Und welche Handlungsfelder haben wir dabei schlussendlich auch oder lassen sich dabei besetzen? Nochmal zusammengefasst, also es geht gar nicht so sehr darum, so ein verklärtes Bild von ländlichen Raum, romantisch und dergleichen auch zu zeichnen, also ländliche Räume als so kompletten Gegenpol zu Städten auch zu zeichnen, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, um den zweiten Punkt, also sprich, eigene Werte und Identitäten aufzugreifen, dabei natürlich konsequent nach vorn zu schauen, das ist ganz klar, und eben aber auch, und das ist vielleicht auch ein Blick an die Rufer, auch oftmals aus dem politischen Raum, wirklich zu schauen, dass das Ganze auch nachfragekonform ist. Das Nachfrageverhalten gerade der jungen Menschen aus den Städten ist nun mal zu sehr großen Teilen im Tages- und vielleicht auch im Kurzreisetourismus zu verorten. Also das Zauberwort Aufenthaltsdauern erhöhen, gerade für ländliche Regionen, muss nicht immer die erste Strategie sein. Es stecken enorme Potenziale im Tagestourismus, gerade eben auch in Verknüpfung mit Ausgangspunkt Stadt. Und letzter Punkt, Vernetzung heißt nicht nur Vernetzung zwischen den Anbietern, zwischen den touristischen Anbietern, sondern Vernetzung des Tourismus allgemein mit weiteren Handlungsfeldern, die eigentlich diesen gesamten Lebensraum ländlichen Raum betreffen. Welche Handlungsfelder lassen sich nun spielen, grundsätzlich? Ich sprach es vorhin kurz mal an. 2010 bis 2014 schlussendlich hatte das Bundeswirtschaftsministerium ja mal ein Projekt angestoßen, die Tourismusperspektiven in ländlichen Räumen, das wir selber auch bearbeiten durften. Und da kristallisierte sich im Prinzip raus, es gibt mehr oder minder übergreifende Handlungsfelder, um die es geht. Ich möchte jetzt nicht auf alle eingehen, also von der Nachhaltigkeit über natürlich Markenbildung, kommunikative Aspekte, aber eben auch Mobilität, Fachkräfte, Barrierefreiheit als ganz wesentliche Dinge, die man Angebotssegment übergreifend eigentlich bearbeiten müsse. Wichtig dabei, nicht jeder kann alles machen, nicht jeder muss alles machen, jeder hat eine andere Ausgangssituation. Ne? Also für jede Region, für jede Stadt- und Landregion, auch in der Vernetzung, sind natürlich andere Handlungsfelder von enormer Bedeutung. Ich möchte heute so ein bisschen den Schwerpunkt, gerade wenn es dann auch um die Vernetzung geht, mit Städten, einen Schwerpunkt einerseits auf infrastrukturelle Aspekte legen, auch den Bereich Produktinszenierung und Marke, aber auch Mobilität nochmal kurz streifen. Ich stellte gerade die Frage, was ist eigentlich die Voraussetzung, um tatsächlich attraktiv zu werden für eine Vernetzung? Es geht ja nicht immer nur um den Gast, es geht ja auch für ländliche Räume darum, die Tourismuspartner in den Städten, in der Nähe, in der Umgebung, die zu sensibilisieren für das, was ja schlussendlich an Potenzial einfach auch mit da ist. Es geht, kurz gesagt, wirklich um Identität und Selbstwertgefühl. Das zu entwickeln und die schlussendlich auch ins konkrete touristische Angebot auch mit hineinzunehmen.
Ich habe jetzt hier nicht das Beispiel Südtirol genommen, weil Südtirol es nicht so schön ist und weil es eine erfolgreiche Tourismusdestination ist. Südtirol hat immer schon eine andere Ausgangslage gehabt als beispielsweise der Thüringer Wald. Aber das Entscheidende ist diese Vision, sprich Südtirol als begehrtesten Lebensraum in Europa zu positionieren. Das heißt also, alles was man macht, jetzt müssen wir mal kurz weiterklicken, alles was man macht, und noch einmal weiter bitte, alles was man macht, wirklich konsequent unter die Ägide, unter die Prämisse zu stellen, das machen wir sowohl für Einheimische, das machen wir aber auch für Gäste. Darum geht es schlussendlich auch. Also man hat konsequent wirklich darauf geachtet, anhand dieser Vision, Elemente der regionalen Kultur, Identität, natürlich im Zuge einer Markenbildung, das ist auch klar, einfach ins touristische Produkt auch reinzubekommen. Ich nenne jetzt mal ein, zwei Beispiele, zum Beispiel, spontan fällt mir ein, die Museo Mobil Card, also sprich ein Mobilitätsangebot, was ich nutzen kann mit Bike, mit Mountainbike, also sprich ich kann Busse, Bahnen nutzen, kann zugleich aber eben auch noch Museen in Museen einkehren, die einfach mal Südtiroler Geschichte oder Kultur auch schlussendlich spiegeln. Ne? Nur mal ein kleines Beispiel, was man da einfach machen kann. Qualitäts- und Vermarktungskriterien schließen sich natürlich an. Also sprich, wenn wir das fördern möchten, regionale Identität, dann muss es einfach auch einen Anreiz für die Partner geben. Also sprich, wenn ich regionale Baustoffe zum Beispiel verwende, dann ist das eigentlich als Unterkunft zum Beispiel, dann ist das ein Qualitätskriterium. Und dann ist das vielleicht ein Qualitätskriterium, was auch ein bisschen mehr wiegt als die Zertifizierung als ADFC-Gastgeber Wanderbares Deutschland. Weil es geht hier wirklich um Identität. Identität als ja, Erlebnis zu inszenieren, schönes Wort. Ne? Darum soll es, muss es tatsächlich eben auch gehen. Soweit zum Produkt. Der andere Punkt ist aber der, es braucht einen enormen Prozess nach innen, das Ganze auch die Leute zu sensibilisieren, und zwar nicht nur die touristischen Anbieter, sondern eben auch zum Beispiel Bauunternehmen, damit sie eben mit einheimischen Rohstoffen auch schlussendlich arbeiten. Ne? Also hier ist wirklich eine explizite und eine umfangreiche Innenmarketing-Offensive auch gestartet worden, wo man die Leute tatsächlich aus den verschiedenen Branchen zusammengeholt hat, um dazu beizutragen, tatsächlich regionale Wirtschaftskreisläufe mit dem touristischen Produkt, aber eben auch mit anderen Branchen auch lancieren zu können. Wir haben das mal in so ein Schema gepackt. Das fasst es eigentlich zusammen. Nehmen Sie mit, im Mittelpunkt steht die regionale Identität. Und die wird im Prinzip, wenn wir so wollen, durch zwei Pole geprägt im Tourismus. Zum einen die Einwohner, klar, wer sind wir hier eigentlich? Zum zweiten aber auch durch den Tourismus, und Identität färbt umgedreht natürlich auch wieder auf den Tourismus ab, schlussendlich. Wenn Einwohner sich identifizieren mit dem, was sie vor Ort auch haben, dann sind sie einerseits natürlich Zielgruppe auch, weil sie die Angebote selber auch nutzen, ganz wichtig für die Wertschöpfung. Zum Zweiten werden sie aber auch Akteur, also touristische Anbieter oder aber ein Zulieferer oder wer auch immer. Also sprich, sie geben ihre Arbeitskraft, letztendlich auch ihre Kaufkraft. Das kommt dem Tourismus zugute, ne? Und da haben wir es auch wieder so. Einerseits haben wir die Anbieter, zum Zweiten aber haben wir eben auch den Tourismus als Arbeitgeber. Ne? Und so, summa summarum, so potenziert sich dann ganz allmählich, das ist ein langfristiger Prozess schlussendlich, wirklich ein Tourismusbewusstsein auf Basis der eigenen regionalen Identität. Schauen wir jetzt nochmal konkret auf die Vernetzung oder auf die Möglichkeiten. Anhand ein paar Praxisbeispielen, wie lassen sich Land und Stadt auch besser zusammenbringen. Gehen wir mal ganz in den Südwesten. Also, eine große Frage, die sich ja immer stellt, können wir Nachfrage lenken, indem wir Attraktionen, indem wir zum Beispiel kulturelle Einrichtungen aufs Land bringen? Mir fällt spontan ein, vor ich glaube ein oder zwei Jahren war der Prozess rund um die Hohe Geba, ne, mit dem Erlebnis, mit dem Erlebniszentrum, der ja von der Bevölkerung auch abgelehnt worden ist, unabhängig davon, wie man dazu steht. Die Hohe Geba ist ja sehr weit draußen, wenn wir es jetzt mal in Relation zu Städten auch betrachten, ne, was ist in der Umgebung. Ne. Hier ist man einen anderen Weg gegangen. Das Urgeschichtliche Museum Blaubeuren, URMU in der Abkürzung, ne, ist das, was, ich nenne es mal so, wirklich Weltkultur beherbergt, nämlich in den Höhlen der Schwäbischen Alb sind ja der Löwenmensch, die Venus vom Hohle Fels und so weiter gefunden worden, sprich die älteste oder erste figürliche künstlerische Darstellung der Menschheit, ne, also wirklich menschlich, Menschheitswelterbe, wenn wir so möchten. Es stand die Frage, wo platzieren wir dieses Museum? Gehen wir quasi noch irgendwo mitten auf die Alb rauf oder gehen wir irgendwo nach Stuttgart oder direkt nach Ulm in die großen Städte auch mit rein? Nein, man hat gesagt, wir gehen absolut in die Nähe, und zwar in die Nähe der Fundstätte und auch in die Nähe der Städte. Blaubeuren ist gerade mal 15, 20 Kilometer von Ulm weg. Da hat man es platziert, ne? Und das nutzt man jetzt auch explizit, und zwar, indem man tatsächlich
gemeinsame Programme, also sprich, man kann ja reingehen als individueller Gast, aber man kann auch im Rahmen von Busreisen, von geführten Touren und so weiter, als Städtetourist, als Kulturtourist, solche Angebote ja wahrnehmen. Macht man hier wunderbar, funktioniert wunderbar. Also man hat eine Zielgruppe, die eigentlich städtisch ist, die man rausziehen kann, so ein bisschen aufs Land, einfach weil es nah ist. Es ist nah an der Stadt und insofern auch nutzbar. Ne? Und hinzu kommen natürlich weitere Angebote rund um Radwege, Wanderwege, die natürlich dieses ganze Thema auch mit einbinden, die direkt an den Fundorten, am Urmo und so weiter auch mit vorbeigehen. Das Ganze würde auch nicht funktionieren, wenn es dieses Netzwerk Weltkultursprung nicht gäbe, in dem Fall öffentlich getragen, also sprich die Landkreise, die großen Museen, Urgeschichtliches Museum und dergleichen, diesen im Prinzip an diesem Pol der Angebots, oder an diesem Knopf der Angebotsgestaltung, an dem sie sitzen. Wesentlicher Aspekt, der meines Erachtens noch viel zu wenig bundesweit auch betrachtet wird. Wie lässt sich eigentlich Tourismusentwicklung auch mit Funktion der Daseinsvorsorge auch noch besser koppeln, insbesondere aber auch, wenn wir an den Bereich Kurorte, Heilbäder auch denken. Ne? Wir haben hunderte von Heilbädern deutschlandweit, die machen alle irgendwie oder zu großen Teilen natürlich auch ihre eigene Strategie. Was aber oftmals fehlt, ist einfach wirklich eine Vernetzung mit dem Umland, weil sie sagen, okay, wir haben unsere spezielle Gesundheitskompetenzen, das Umland ist vielleicht völlig anders aufgestellt. Nicht so Bad Saarow. Man hat hier wirklich explizit einen Entwicklungsansatz, lebenswertes Bad Saarow, aus der Taufe gehoben, so möchte ich es mal sagen. Und es ging darum, explizit natürlich touristische Angebote rund um Bad Saarow weiterzuentwickeln, aber zugleich auch zu schauen, alles, was wir an Bedarfen haben, also sprich von den TIs, die in Bad Saarow und auch Umland vielleicht sein müssen, von Radwegen, von Kapazitätenplanung, Ärztehäuser, also sprich, da sind wir beim Thema Grundversorgung, das wirklich abzustimmen, wo brauchen wir eigentlich was? Ne? Und der Konsens und das Ergebnis war es, das, was die gesundheitliche Kompetenz stärkt, sowohl im touristischen Angebot als auch in der Grundversorgung, das wird in Bad Saarow konzentriert. Andere Funktionen, rein touristische Funktionen, TI zum Beispiel, können auch ins Umland mitgebracht werden. Und so hat man dann eben zusammen mit dem Standort Marketing auch es tatsächlich geschafft, hier wirklich Doppelentwicklung zu verhindern, ja, und einfach gemeinsam einen Weg zu gehen, der so durchaus beispielgebend ist. Denn wie gesagt, bundesweit machen das noch recht wenige Heilbäder. Und gerade die Heilbäder sind ja einfach mal Anker der Daseinsvorsorge. Wir können auch in den Bereich Organisation reingehen, Organisationsbildung. Jetzt der Blick mal ein bisschen weiter in die Nähe, Region Leipzig. Nicht, weil es so schön ist, weil da wir das Willkommensbild haben mit den vier Themen, sondern weil wir in Leipzig den Fall haben oder in und um Leipzig den Fall haben, dass eine eigentlich städtische Marketingorganisation, die Leipziger Tourismus GmbH oder Marketing GmbH, tatsächlich auch als Dienstleister für die Vermarktung und ja in Wertsetzung des Umlands auch mit auftritt. Also sprich, aus einer Hand kann man im Endeffekt die Angebote und auch das Marketing schlussendlich auch gestalten. Das Umland profitiert, ne, das ist klar, einfach weil man natürlich Leipzig als Bekanntheitsfokus mittendrin hat. Zum Zweiten aber ist es auch so, Leipzig bindet sich selbst mit Themen wie zum Beispiel Wasser ins Umland ein. Wasser spielt ja mit dem Neuseenland über Elster, Paddeln und dergleichen eine große Rolle auch für Leipzig selber. Aber im Kern steht wirklich diese organisatorische Grundlage, um die es geht. Werfen wir mal einen Blick ganz nach Süden, nach Oberbayern, echtes Bayern. Oberbayern ist eigentlich ein ganz interessantes Beispiel dafür, wie man mit einer Markenstrategie jetzt neu aufgesetzt Kleinstaaterei auch ein bisschen eindämmen kann, so möchte ich es mal sagen. Also Oberbayern verfolgt, also ist ja eine Riesenregion im Norden von Ingolstadt, im Süden bis zum Tegernsee, Zugspitzregion, das ist alles Oberbayern. Man verfolgt eine sogenannte Endorsed Brand Strategie, also sprich die Dachmarke Oberbayern, wenn wir so wollen, ist im Hintergrund, nimmt sich so ein bisschen vornehm zurück. Sie ist quasi so ein Label, was immer noch so ein bisschen auftaucht, aber sie ermöglicht es einfach auf diese Art und Weise, sie ist positiv konnotiert, sie ermöglicht es auf diese Art und Weise, wie soll man es sagen, den kleinen Kirchtürmen in den Destinationen auch immer ein bisschen so ihr eigenes Süppchen zu kochen und über gemeinsame Themen und auch Werte natürlich bindet man dann die Partner schlussendlich wieder ein. Hier haben wir mal das Beispiel Rad, ne? Aktuell, was wird gemacht? Man macht ein Markenerlebnis, orientiert an zwei Kernwerten, herzhaft und ursprünglich für das Thema Rad auch erlebbar. Man setzt ganz explizit darauf, dass die Städte, wo man die Infrastruktur ja auch hat, die Service-Infrastruktur, als Startorte profiliert werden. München zum Beispiel will sich ja und positioniert sich ja als Radstadt, ist ja einfach mal verankert in der städtischen Strategie. Und das, was aber so das Erlebnis Radfahren in dem Fall ausmacht, nämlich das Radfahren am Wasser auch, denken Sie an die Seen, die großen Flüsse oder die wilden Flüsse auch, Isar und auch, Lech gehört nicht mehr ganz dazu, aber
dafür hat man oder dafür schafft man Erlebniszonen quasi komplett außerhalb. Ne? Also so kann man es funktionieren. Rad ist ja eh ein Thema, was wunderbar raumgreifend ist und insofern eigentlich viele Anknüpfungspunkte bietet für eine Vernetzung zwischen den großen Städten, aber eben auch kleinen Räumen. Ganz ähnlicher Ansatz, Thüringer Lutherweg. Wir haben den Prozess selber auch, oder ich selber habe den Prozess auch ein bisschen mit begleitet. Ich habe vorhin in der Broschüre gesehen, Lutherweg 1000 Kilometer, ne, da steht es, jawohl, großes Leitprodukt. Wir wissen alle, kein Mensch geht 1000 Kilometer am Stück. Deswegen war der Ansatz der TTG, also da mussten wir das Rad gar nicht neu erfinden, aber auch der TTG-Ansatz von vornherein, die Filetstücke quasi in den Vordergrund zu rücken, wo wir also dieses historische Thema Luther mit dem Thema Wandern auch verbinden können, wo wir Episoden erzählen können aus der Geschichte, aber auch aus dem Jetzt. Wie stehen die Leute jetzt zum Thema Luther? Heißt im Klartext, es gibt kleine Abschnitte, die inszeniert werden, die auch vermarktet werden, für die es dann sicherlich auch mal das eine oder andere pauschal angeboten geben wird. Zum Beispiel jetzt hier Lutherweg von Steinbach nach Eisenach, also wo die Entführung zum Beispiel auch mit thematisiert wird. Ne? Und somit haben wir es eigentlich schon. Ne? Wir haben das Wandern, des Wanderns wegen, also sprich, wir sind im Raum. Wir haben es aber gekoppelt an die Orte, wo wirklich was passiert ist. Und zum Dritten, wir binden die großen Städte, die natürlich auch was zu tun haben mit dem Thema Luther, binden wir natürlich auch mit ein. Ne? Es gibt Luther-TIs, beziehungsweise in den TIs dieser Städte gibt es dann einen entsprechenden Bereich, ne, wo einfach zum Lutherweg auch mit was gesagt wird, das Personal ist entsprechend mit geschult und so weiter und so fort. Aber auch im Angebot, und das ist natürlich zu großen Teilen auch in den Städten, haben wir Luther-Stammtische mittlerweile. Herr Mayrhofer weiß, glaube ich, die genaue Zahl, wie viel es mittlerweile sind. Anfangs wurde das, glaube ich, noch ein bisschen belächelt, aber ich glaube, es fängt an zu funktionieren. Ne? Also wirklich auch hier ein ähnlicher Ansatz wie in Oberbayern auch. So, was sehen Sie hier? Sie sehen hier einen Wanderweg. Das ist ein schönes Thema, da lässt sich viel dran erörtern. Die Donauwellen, Premium-Tageswege im Donaubergland. Soweit so gut, das ist nichts Neues. Das Interessante ist das, was unten eingekesselt ist. Also sprich, wir haben hier regionale Unternehmen, die als Wegepaten auftreten, insbesondere aus der Medizintechnik. Und was man macht, zusammen mit der Donau-Bergland-Tourismus-GmbH, klar, Wegepate schaffen, okay, ist ein alter Hut, wenn wir so wollen, machen aber trotzdem nicht allzu viele. Zum Zweiten aber, diese Unternehmen binden diese Wege ganz explizit in ihre eigenen betrieblichen Programme der Gesundheitsvorsorge mit ein. Sie selber sitzen in den Städten zu großen Teilen natürlich auch dort im Donau-Bergland, ja, und sorgen jetzt da über diese Programme dafür, dass ihre eigenen Mitarbeiter dieses eigentlich touristische Angebot auch mit nutzen können, rausgehen können. Ja, und wozu führt das schlussendlich? Weicher Standortfaktor, mehr Lebenswert, höherer Freizeitwert für die eigenen Angestellten auch. Also wunderbares Beispiel, funktioniert sehr gut. Man muss, wenn man sowas macht, allerdings nur im Hinterkopf haben, selbst normale Wanderwege sind dafür schon so ein bisschen zu lang. Denn man will ja nach dem Feierabend gehen. Da wird also am Wegenetz noch so ein bisschen gearbeitet. Stichwort Kürze, und damit sind wir beim Thema Mobilität. Ein Fehler, den wir relativ häufig beobachten, ist der, dass Tagestouren, Wandertouren dergleichen nach wie vor, obwohl alle wissen, dass es eigentlich nicht so sein soll, zu lang konzipiert werden. Aktuell wird nördlich von Berlin ein Wandlitzer Rundwanderweg über 70 Kilometer ausgeschildert. Wer geht in Berlin einen 70 Kilometer langen Wanderweg? Genauso sind aber viele Tagestouren auch in beiden Segmenten relativ lang. Brandenburg macht es ein klein wenig anders. Also sprich, man sagt, okay, die Berliner, die können wunderbar per Bahn vor allen Dingen auch raus ins Umland und wir brauchen für die aber auch kurze, knackige Touren. 25 bis 50 Kilometer, mir als Radsportler blutet da das Herz, aber das mögen die Leute. Ne? Also darum geht es einfach, diese Kürze, ein kleines Geschichtchen noch rund um Fontane oder auch um den Berliner Obstgarten, also sprich Werder, ne, wo das Obst für Berlin quasi reift. Und das ist es eigentlich auch schon. Ne? Also man hat hier, wenn wir so wollen, wirklich für die ländliche Region rund um Berlin so eine Art Lockvogelangebot. Ne? Man macht die Leute aufmerksam, es ist keine große Barriere da, es zu nutzen, einfach weil man auch hinkommt. Und erst im zweiten Schritt geht es daran, Übernachtungsgäste auch zu akquirieren. Man kann das Thema Mobilität auch noch so ein bisschen anders auffassen. Also gerade hat man die Verknüpfung zum touristischen Angebot. Hier haben wir quasi das, was die öffentliche Hand, die Mobilitätsdienstleister schlussendlich auch tun können. Man ist ja einen relativ mutigen, vielleicht auch provokanten Weg gegangen in der Rhön. Man hat nämlich Folgendes gemacht. Man hat sich die Auslastungsanalysen des ÖPNV
rund um Fulda angeschaut und hat gesagt, okay, in die Rhön haben wir eigentlich eine Nachfrage, nach Westen hin in den Vogelsbergkreis haben wir die nicht. Man hat konsequenterweise gesagt, wir verdichten das Netz oder das Angebot in Richtung Rhön, weil wir da A, mehr Einwohner haben, B, mehr touristisches Angebot auch haben und beschränken im Umkehrschluss das Angebot im Vogelsbergkreis auf weniger Hauptlinien. Ne? Und die Rhön profitiert als touristische Region, insbesondere an Wochenenden davon, ne? Da ist mal ein Fahrplan eingeblendet, also man hat 4, 5 Verbindungen, die reingehen auf einer Linie jetzt nur am Sonntag, was vorher überhaupt nicht möglich war, funktioniert. Das gibt natürlich immer erstmal einen Aufschrei. Man hat im Umkehrschluss natürlich auch dafür gesorgt, dass man auch ein Basisangebot, ein absolutes Basisangebot in Form der Rufbusse und weniger Hauptlinien aufrechterhalten hat. Ja, aber auch solche Wege kann man gehen, genauso wie man, und das kennt vielleicht auch der ein oder andere unter Ihnen, dieses Thema E-Mobilität nochmal in Ergänzung vielleicht auch von solchen öffentlichen Konzepten auch mit angehen kann. Ne? Hier ist das Beispiel Ewald aus dem Bayerischen Wald, 6 Landkreise haben sich zusammengeschlossen, Ewald ist im Endeffekt ein Unternehmen. Hier geht es also wirklich darum, in diesem gesamten Bereich wirklich eine Flotte von bis zu 150 Elektroautos zu etablieren, ne, die vor allen Dingen auch als Zubringer funktionieren sollen, sowohl für Einheimische als auch für Gäste zum ÖPNV und sowohl langfristig als auch kurzfristig genutzt werden können. Ist momentan noch in der Testphase, ist aber vielversprechend. Wir müssen generell ja berücksichtigen, Carsharing hat sich lange Zeit in den großen Städten aufgehalten. Ganz langsam gehen die Fühler auch in Richtung Land. Es ist natürlich eine andere Ausgangslage, weil eine andere Nachfrage da ist, aber es kann funktionieren und Ewald ist einfach ein guter Ansatz diesbezüglich auch. Der gute alte Urlaub auf dem Bauernhof, immer wieder gern genutzt. Das ist schön und gut, das funktioniert auch. Was aber eben auch funktioniert und das vielleicht nur als kurzen Anstoß auch ist, mehr Design, mehr Style, mehr Pep in die ganze Angelegenheit rein. Hier sind die Anbieter natürlich auch zu großen Teilen gefordert, das ist ganz klar. Wenn wir jetzt mal eins weitergehen, dann sehen wir nämlich, wie dieser schöne Bauernhof inmitten von Weinreben aussieht, nämlich clean durchdesignt. Entschuldigung, wenn ich das eine oder andere neudeutsche Wort hier mal spreche. Also zurückhaltendes Design mit regionalen Baustoffen, ne? Also einfach mal, und ein Pool ist mittlerweile sogar auch noch mit dabei. Man spricht hier eine komplett andere Sprache, man sagt jawohl, Identität, ne? Das ist in Südtirol, ne? Regionale Identität, die spiegeln wir irgendwie anhand der Baumaterialien, Thema Wein und so weiter und so fort. Aber wir gehen konsequent an diese Klientel ran, die designen möchte, die auch eine WLAN-Anbindung möchte und so weiter und so fort. Das ist ein Punkt, der meines Erachtens nach deutschlandweit noch viel zu sehr im Hintertreffen ist. Ne? Man guckt zu sehr, gerade im ländlichen Raum, in Richtung schöne heile Welt, als den gnadenlosen und geradlinigen Blick nach vorn auch zu werfen. Die Kuckucksnester am Schwarzwald sind ein ganz ähnliches Beispiel. Ne? Hier ist es nicht nur einzelne Unterkunft, die quasi inszeniert wird. Die Kuckucksnester im Schwarzwald sind quasi eine designorientierte Premium-Ferienwohnungslinie, wenn wir es so möchten, mit der man zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. A, sie werden ja eingerichtet von einem Investor zusammen mit der regionalen Marketingorganisation. Man bringt regionale Identität in den Möbeln, in den Tapeten und so weiter um. B, man löst in gewisser Weise oder trägt bei, dieses Problem der Nachfolge auch mit zu lösen. Denn es ist ein Pachtmodell. Die Marketingorganisation pachtet diese Ferienwohnung, ne, renoviert das Ganze dann, vermarktet das Ganze dann schlussendlich auch und der Eigentümer kriegt natürlich auch einen entsprechenden Erlös bei der ganzen Sache auch mit raus. Funktioniert, läuft noch ein bisschen zäh an, aber vom grundsätzlichen Ansatz her ist es richtig. Letztes Beispiel für heute, Markenbildung. Das große Wort, was uns alle beschäftigt im Tourismus. Was kann man machen, um so effektiv wie möglich kleinere Angebote auch in, wie soll man sagen, in große Themen auch mit reinzubekommen? Beispiel Brandenburg. Man hat mehrere Markenerlebniswelten, Faszinationsfelder ist es genannt worden in Brandenburg, Kulturerleben ist eines. Und da konzentriert man sich drauf, wenige herausragende Sachen zu vermarkten. Und da hat man ganz bewusst auch kleinere Dinge auch mit reingenommen. Potsdamer Schlössernacht ist jetzt was Größeres. Ne? Aber wir haben natürlich, jetzt muss ich auch nochmal schauen, Brandenburger Barockwunder, Kirchen, dergleichen, ne? Veranstaltungen, kleinere Veranstaltungen, Musik in der Dorfkirche. Das ist alles in einer Linie. Das sind 20, 25 Top-Angebote, sogenannte Best-Offs, die im Prinzip eine Vehikelfunktion übernehmen, um das gesamte Basisangebot, gerade auch im ländlichen Raum, mitzunehmen, kulturorientierte Gäste auch mit anzusprechen, die eigentlich eher in eine größere Stadt gehen möchten. Okay, hier können wir jetzt einfach mal 2, 3 Mal kurz drüber gehen. Das ist genau das, was ich gerade sagte. Und jetzt gehen wir noch 2 Folien weiter und dann sind wir nämlich schon beim Schlusswort. Darüber können wir nachher nochmal sprechen. Also, es sind wenige Punkte, die aber herausfordernd sind, um die es eigentlich geht. Wenn
Stadt und Land noch ein bisschen besser oder überhaupt besser vernetzt werden sollen im Tourismus. Die Grundlage ist Identität, gerade im ländlichen Raum. Ne? Dieses Definieren des, wer sind wir eigentlich, ne? Das ist eigentlich die Basis, ohne die es überhaupt gar nicht geht. Wir meinen, es ist entscheidend, über den Tourismus hinaus zu vernetzen. Stichwort Bad Saro, ne? Funktion der Daseinsvorsorge, das ist einfach mal ein Punkt, um den es geht. Genauso wichtig ist es aber auch, wirklich konsequent, fernab politischer Einflussnahme auch oftmals, ne? Also gerade auf der kommunalen Ebene haben wir das ja auch, den Marktbedingungen ins Auge zu sehen. Also sprich zu schauen, wie lange sind die unterwegs, die Gäste, wer ist unterwegs, ne? Und da haben wir einfach mal ein Riesenpotenzial im Tages- und Kurzausflugsbereich. Pragmatismus, ganz klar, allein der monetäre Aspekt macht ja genau dieses notwendig, Pragmatismus walten zu lassen. Ebenso wichtig aber eben auch wirklich zu schauen, und das kam vorhin in der ersten Runde ja auch schon zum Tragen, Eigenengagement zu fördern. Ne? Ohne die Unternehmer geht es letztendlich nicht. Eine Marketingorganisation oder eine Landesmarketingorganisation kann immer nur bündeln und sie ist immer nur so gut, wie ihre Anbieter schlussendlich vor Ort auch sind. Ne? Also da ist wirklich auch die Verantwortung des Einzelnen und das lässt sich an dieser Stelle von meiner Seite auch aus nur noch mal bestätigen. Und ja, last but not least, gemeinsam funken, das ist das große Credo im Tourismus, das wissen wir. Die entscheidende Frage ist, wer funkt was, auf welcher Ebene, sowas muss geklärt werden, fortlaufend ausgehandelt werden, das ist klar, das ist Tagesgeschäft. Punkt 1, Punkt 2, und darauf konnte ich jetzt leider in der Kürze der Zeit nicht so ganz eingehen, Digitalität wird dabei ein wesentliches Thema auch mitspielen, gerade wenn es um dieses gemeinsam funken geht, um den Content im Netz, dann wird es natürlich sein, wichtig sein, auch gleiche, ähnliche, miteinander kompatible Botschaften auch zu setzen, um schlussendlich erfolgreich zu sein. Und ja, Mut, um den geht's. Also Identität, Spirit und Mut. Das sind eigentlich die drei zentralen Erfolgsfaktoren, zu denen ich Sie einfach nur ermutigen möchte, genau das auch so zu handhaben. Vielen Dank.